Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir heute mal nichts mit Koffein an den Start geholt, sondern einen Smoothie. Smoothie. Mit 54 Kilokalorien pro 100 Milliliter im Vergleich zu Cola. Cola hat, glaube ich, irgendwas 32, 36. Das heißt, im Prinzip ist ein Smoothie viel beschissener. Zumindest kalorisch gesehen. Gesünder wird, wenn man jetzt mal das ganze Obst hier nimmt, was hier drin ist, steht ja drin. Dö, aus was das gemacht wurde, wäre total interessant. Dass man sagt, okay, ein so ein Smoothie besteht aus 48 Kiwis, 7 Ananas. Und dann versuch mal diese Frucht Menge am Tag zu essen. Da kiekst du aber blöd. Ich habe jetzt ein anderes Mikrofon hier mir hingestellt. Oder anders gesagt, ich habe mir ein Mikrofon hier hingestellt und hoffe, dass der Ton besser ist. Ich habe nämlich die anderen beiden Streams mal ein bisschen reingeguckt und gemerkt, dass zumindest bei den Aufnahmen der Ton richtig scheiße ist. Und jetzt hoffe ich, dass der sehr besser ist. Das können aber nur die Leute von euch bewerten. Sagt man das so? Die letzten beiden Streams oder zumindest gestern dabei waren, ne? Das ist halt denn die Krux dabei. Ach so, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe so mittel geschlafen. Ich schlafe noch auf meiner harten Kapok-Matratze und die zweite Nacht war besser, weil der Körper wusste, was auf ihn zukommt. Aber ist noch nicht richtig geil. Aber ich spüre langsam, wie sich der Körper daran gewöhnt. Und das könnte ja ein Schritt in die richtige Richtung sein. Nach den 2 Wochen werde ich dann mal versuchen, diese super harte Matratze anstelle meines Toppers auf mein Bett zu legen und gucken, wie das ist. Weil wenn das noch hart genug ist, kann man das ja so machen. Weil man muss ja nicht unbedingt auf dem Boden schlafen, weil man im super Kacke aufsteht. Muss ich gucken, ist halt ein Experiment, ne? Gut. Was machen wir denn heute mit unseren 3 Zuschauern? Wir werden, steht da schon, hier, ne, da steht es, Schatztruhe mit Texten. Und dazu werden wir uns mal Texte angucken und was man damit so macht. Ja. In der Regel ist es so, dass ich Texte in einem Google Sheet habe. Das zeige ich euch jetzt hier. So. Das ist das Google Sheet. Das heißt, wir haben hier einen Key, wir haben hier eine Spalte für Info. Diese Spalte ist dann später für den Übersetzungsservice da, falls man irgendwelche Sachen hinschreiben will, die der Erklärung dienen, wie denn übersetzt werden soll. Zum Beispiel, wenn man da jetzt, wenn ich hier einen Fehler drin habe oder so und der Fehler ist aber intended, dann kann ich hier hinschreiben, dieser Charakter hat einen Sprachfehler und dann wird der so und so weiter übernommen. Dafür ist die Info-Spalte da. Dann kommt Englisch und dann kommt Deutsch und mehr Sprachen habe ich hier erstmal nicht. Bei Hardeater wird sowieso erstmal nur Deutsch gesprochen und dann soll ein Übersetzungsservice einigermaßen in Englisch übersetzen. So, das Problem ist, was machen, wie kriegen wir jetzt von hier rein in Godot? Das ist relativ einfach. Man muss, seht ihr das? Nee. Datei herunterladen, CSV, aktuelles Tabellenblatt. Dann wird eine sogenannte CSV-Datei runtergeladen und das ist eine Comma-Separated-Value-Datei. Und diese Datei, die kann man dann in Godot an eine beliebige Stelle packen. Ich zeige das mal hier. Zum Beispiel haben wir hier Assets, das ist hier mein Game-Folder, ne? Das sind die Assets, da habe ich einen Ordner Text. Und in diesen Ordner, da schiebe ich dann meine CSV rein und Godot importiert die dann als Text ganz normal. So. Das heißt, jede CSV, also jede .csv-Datei wird von Godot als Übersetzungsdatei ausgewertet. Das kann manchmal zu Problemen führen, wenn man andere Daten als CSV speichern will. Aber da muss man im Grunde ja nur die Dateiendung umändern in irgendetwas anderes, ne? Außer in CSV. Dann darf man beim Exportieren des Spiels aber nicht vergessen, diese Dateien auch mit anzugeben. Was für ein Programm ist das? Das ist Godot. Du bist anscheinend neu, Dean Simmons. So,
Das Problem ist jetzt aber, dann habe ich hier diese Infoleiste drin, wenn ich es runterlade als CSV-Datei. Sobald Godot merkt, da ist eine Spalte drin, die keine Textdatei ist. Also en, de, itfr, das erkennt man als, das ist ein Sprachkürzel, aber Info ist kein Sprachkürzel und dann weigert der einfach die Annahme, verweigert er die Annahme, sagt einen Fehler und sagt dann, ich kann nicht, ich will nicht. Und eigentlich, ich weiß nicht, warum es so ist, es wird vielleicht seinen Grund haben. Godot erkennt, dass da eine Spalte ist, mit der er nichts anfangen kann. Warum ignoriert er sie nicht und importiert alle anderen Spalten? Es ist ja nicht so schwer, oder? Das kriegt Godot aber nicht hin, weil da, weiß ich nicht, haben sie keinen Bock gehabt, dass das da ein bisschen convenient ist. So, also muss ich immer die B-Spalte, Rechtsklick, Spalte löschen, dann runterladen und dann Command Z oder Steuerung Z die Infoleiste wieder einblenden lassen. Und dann vom Download-Ordner in den Godot-Ordner ziehen. Das haben wir bei Spindle X-Fach gemacht. Und das ist super nervig. Und jetzt wollte ich endlich mal das so machen, dass man sagt, aus Godot raus. Ich zeige euch das hier. Hier sind die Texte. Muss ich mal, es geht hier rein. So, ich zeige ganz ruhig, ne? So, so. Einmal bitte Texte downloaden. Dankeschön. Und wenn ich jetzt wieder in Godot reingehe, das kann ich dir erstmal zumachen, ich gehe in Godot rein und dann hat er hier die Sachen alle importiert als Text. So, das heißt, ich kann es dann per Knopfdruck machen. Ich kann natürlich auch sagen, importiere mir die Texte mal immer, sobald ich das Spiel starte, aber das ist irgendwie unsinnig. Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, Texte runterzuladen, die wahrscheinlich sich gar nicht geändert haben, auch wenn es nur eine Sekunde ist. Wenn ich das Spiel 130.000 Mal starten muss und dann immer dementsprechend viele Sekunden warten muss, dann ist es irgendwie unsinnig. Deshalb dachte ich mir, ich mache jetzt so per Knopfdruck, da weiß ich, das passiert, wenn das passiert. So, aber wie mache ich das jetzt? Das habe ich gestern Abend vorbereitet und das möchte ich euch zeigen. Das ist der Code. Ist gar nicht so viel, aber wir gucken uns den mal an. Ah, so, erstmal hier ein Stückchen. Hallo Martin. Das Schreibprogramm nennt sich Google Sheets. Wenn du das hier meinst. Das ist Google Sheets. Beziehungsweise ein Spreadsheet von Google Docs. So. Was wir dafür brauchen, ist eigentlich nur der HTTP-Request. Das ist halt hier so ein Objekt, was ihr hier reinziehen könntet, brauchen wir nachher noch. So, und wir brauchen eine URL. Die URL rauszufinden war das eigentliche Problem. Also erstmal muss dein Google Doc muss öffentlich sein. Das heißt, wenn ihr das hier abschreibt, dann könnt ihr ganz normal euch das Google Doc angucken. Ihr könnt es nicht bearbeiten angucken, reicht als Berechtigung vollkommen aus. Wichtig ist nur, dass ihr dann an dieser Stelle die ID eures Sheets hinzufügt. Mehr muss hier nicht ausgetauscht werden. Gut. Dann, sobald ich den Button presse, wird der HTTP-Request requested. Der requestet einfach nur eben diese URL. Und das war's. Wir warten jetzt, bis ein Result kommt. Dann wird das hier aufgerufen. Und da interessiert uns nichts. Nicht das Result, nicht der Response Code, nicht der Header, sondern nur der Body. Und jetzt kommt dieser Code. Der ist relativ klein. Das ist schön. Er sieht hier an der Stelle nur ein bisschen bescheuert aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das unnötig kompliziert mache, aber es funktioniert und das war mir wichtig. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es hier und da, besonders an der Stelle, viel, viel einfacher geht. Ich habe einfach nichts gefunden, weil ich dumm bin. Gut, wir holen uns den Body und holen uns mal den gesamten Inhalt als UTF-8-String, der ist denn hier drinne. Und ich kann euch das ja mal zeigen, was dann dabei rauskommt. Können wir das mal so machen? Vielleicht macht sich das so ganz gut. Zack, jetzt ist es gekommen. Jetzt haben wir hier mal einen Breakpoint gesetzt. Und wir sehen, hier haben wir Raw. Da ist noch nichts drin. Aber wir gehen mal einen runter. So, was haben wir denn in Raw drin? Da siehst du jetzt, in Raw ist ein Tier Key Info, ende. Chest Potion, leerer String, Found a Potion. Die hast du Trank gefunden. Was? Okay, du hast einen Trank gefunden.
Gut, das ist der Text einfach nur ganz roh, wie er drin ist. In der CSV ist alles Komma separiert und am Ende gibt es einen Zeilenumbruch und dann kommt einfach die nächste Zeile des Spreadsheets. Das ist da drin. Dann splitten wir die einzelnen Sachen an, nach und nach, und zwar als Zeilenumbruch. Das heißt, wir haben dann hier Lines und die Lines, das heißt, wir haben dann hier ein Array, und das ist jetzt ein bisschen unverständlich, weil die Kommas sehr, sehr verwirrend sind. Aber es sind tatsächlich nur zwei Elemente, die aber aus lauter Kommas bestehen. Ne, das heißt, bei nach DE ist wirklich ein echtes Komma und dann kommt das nächste Ding, das ist die nächste Zeile. So, dann wird eine File erzeugt. Das ist einfach nur, damit man mit der Datei irgendwo, also mit dem Dateisystem arbeiten kann. Dann wird dort mit Open eine Datei erzeugt, beziehungsweise wird geöffnet und zum Schreiben verwendet. Und den Pfad, den kann ich mir selbst aussuchen. Und ich sage, hier habe ich ja vorhin gezeigt, Assets, Text, Text, CSV, so heißt denn die Datei am Ende. Das ist dann das, was wir hier haben. Das ist diese Datei. Die wird dann sozusagen erstellt, beziehungsweise geöffnet und überschrieben. Und dann gehen wir Zeile für Zeile durch aus dem Array, was wir hier oben haben, und müssen da ein bisschen rummurschteln. Zack, 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 zack. Wir gehen in die erste Linie. Das ist keyinfo.end.de. Und jetzt muss ich hier ein bisschen was machen, weil ich muss die, wenn ich die Sachen so jetzt als CSV wieder abspeichere, dann denkt er nämlich, die Anführungszeichen sind Teil des Strings, und haut Doppel-Doppel-Anführungszeichen ran, weil das ist bei CSV einfach die Escape-Sequenz dafür, dass ich wirklich ein Anführungszeichen haben will. Also musste ich so ein bisschen komische Sachen machen. Das heißt, ich habe das erste Anführungszeichen aus dem ganzen Ding rausgenommen. Das heißt, das, was vor Key steht, dann habe ich danach das Ergebnis genommen und habe dann das letzte Anführungszeichen rausgelöscht. Das wäre dann das, was hier hinter DE steht. Ich hoffe, ihr könnt es überhaupt lesen, aber ich denke schon. So, das heißt, dann ist die Linie erstmal so, ist das String, ne? Das heißt, es ist genau das gleiche wie vorher, aber vorne und hinten fehlt jetzt die Quotation Marks. So, als nächstes, will ich jedes einzelne Element davon einzeln haben. Das heißt, ich will den String, der da eigentlich noch ist, in einzelne Dateiblöcke aufteilen. Das macht man mit Split. Jetzt kann ich aber nicht einfach Split-Komma machen, weil wenn ich Split-Komma mache, dann bleiben ja die anderen Anführungszeichen immer noch Teil des Strings und er wird nur am Komma das machen. Also, jetzt ist natürlich die Frage, warum splitte ich nicht bei Hochkomma, also bei Anführungszeichen, Komma, Anführungszeichen? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich aus irgendeinem Grund musste ich jetzt diese lustige Sequenz, habe ich durch eine Sequenz ersetzt, die auf keinen Fall im normalen Gebrauch vorkommt. Das war Double Underscore, und dann gucken wir mal, wer da hier kommt. Nee, jetzt hat er die Lines natürlich nicht vernünftig. Dann splitte ich bei Double Underscore. Eigentlich müsste ich doch auch hier splitten können. Aber ich glaube, da gab es irgendwo Probleme. Ich weiß jetzt nur nicht mehr wo. Aber so klappt es bei mir auf jeden Fall. Und dann habe ich in Data, habe ich jetzt alle einzelnen Strings als String in einzelne Array-Datensätze unterteilt. Und den Infoblock, den muss ich herauslöschen, weil sonst Godot nichts damit anfangen kann. Also sage ich Data Remove Position 1. Das ist die zweite Stelle im Array, was ja dementsprechend unser Infoblock ist. Und dann ist wieder unsere File dran, und da storen wir eine CSV-Line mit den Datensätzen. Das heißt, da werden ja die korrekten Quotation Marks wieder reingesetzt und solche Geschichten. Nur eben, dass das hier removed ist. So, und danach wird die ganze Datei dann wieder abgespeichert. Zack, ich zeige euch die mal. Da ist jetzt gerade. Ach so, wir sind ja noch nicht fertig, genau. Ich wollte sagen, die Datei ist leer, aber klar, das ist noch nicht zu Ende hier. Jetzt bitte einmal zu Ende machen. So. Text done, Dankeschön. Jetzt zeige ich euch mal, wie denn diese fertige Datei aussieht. Was soll denn der Scheiß? So sieht das dann aus. Das heißt, dann haben wir hier key, ende, das ist dann der Key.
Hier werden jetzt Quotation Marks automatisch eingefügt, weil dieser String ein Komma beinhaltet. So. Und die andere, die haben keine Quotation Marks mehr, weil da keine nötig sind. So, das ist halt eine CSV-Regel. So lade ich meine CSV-Dateien runter. Das habe ich hier nur 15 Minuten erklären müssen für das bisschen Code. Was steht hier? Jetzt kommen die ganzen Tipps. Sehr schön. Hattest du nicht ein Write Line machen können anstatt Write CSV Line? Nein, weil ja dann diese automatischen Quotation Marks, wenn sie nötig wären, nicht gesetzt worden wären. Und die CSV Line nimmt halt ein Array an Daten an und macht den Rest für mich. Ja, es gibt einen Grund, warum ich nicht einfach File Get CSV Line mache, weil die File leer ist. Ne? Also, weil ich bekomme den CSV als String. Das ist in keiner File drin. Also, ich müsste erst eine File anlegen, dort alles reinspeichern, dann die File wieder lesen. Das heißt, ich müsste mit dem Dateisystem rummurschteln, was ich als unsauber erachte. Achso, hast du den direkt geschrieben? Ja, richtig. Aber es wäre natürlich total geil, wenn eine Funktion gäbe, die aus einem String auch sozusagen CSV rauspopeln könnte, wie aus einer File. Es müsste eigentlich möglich sein, eine virtuelle File zu erstellen, die ich dann mit dem Body-String füttere, ohne dass ich dafür eine Datei erzeugen müsste. Also eine virtuelle Datei im Grunde. Aber habe ich nicht rausgekriegt, wie das geht. War ich zu blöd. Gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt dabei, wir haben ein Spiel gespielt. Da gehen wir nochmal rein, damit wir alle auf demselben Stand sind. Das ist unser Spiel. Wir haben gestern an Schatztruhen gearbeitet, die man nicht öffnen kann. So, das ist das erste Ding. Man kann die nicht öffnen, aber passiert auch nichts. Das heißt, schlechtes User-Feedback. Aber hat der Download nicht schon die richtige Quotation Marks? Jein. Der hat nämlich überall Quotation Marks drumherum, komischerweise. Auch um Zellen, die gar nicht nötig haben. Und aus irgendeinem Grund weigert sich Godot dann, die Sachen zu importieren. Komischerweise. Wenn ich es per Rechtsklick runterladen mache, macht das. Aber wenn ich es so nehme und abspeichere als Textdatei, macht das nicht. Weil er dann sagt, Quotation Mark, EN Quotation Mark kenne ich nicht. Weil... Wenn ich Git abspeichere, ja, er denkt, dass die Quotation Marks dazugehören und macht noch zwei Quotation Marks hinzu. Und dann ist alles da bescheuert. So klappt es auf jeden Fall. Und mehr muss ich ja gar nicht wissen eigentlich. Okay. So, hier. Also das Hauptproblem war eigentlich nur diese Infoleiste. Das war der einzige Task, ist diese Infoleiste rauszunehmen aus der Datei. Gut, das heißt, wenn wir eine Schatztruhe nicht öffnen können, brauchen wir ein Textfeld, das sagt, Junge, Schatztruhe ist nicht öffnenbar. Das heißt, wir haben ja unser CSV. Dann sagen wir hier, chest closed. So. Englisch und Deutsch. Englisch lasse ich hier einfach weg. Und dann haben wir hier Deutsch. Da steht dann, du kannst die Schatzkiste nicht öffnen. Das wäre ja auch Diebstahl. Wird so Diebstahl geschrieben? Oder mit H? Wie Stahl? Stahl! Aber da ich denke, dass es nicht so ist, wird Diebstahl so geschrieben. Ich weiß es nicht. Gut, das war das. Danach finden wir hier einfach so einen Dietrich. So. Chest Lock Pick. Ja, seht ihr jetzt hier gar nicht. So, jetzt kommt die Erklärung des Lock Picks. Dietrich kann man es schreiben. Ist Dietrich eigentlich richtig? Oder wollen wir Schlossknacker-Werkzeug schreiben?
Schönes deutsches Wort. Ein Dietrich. Du kannst nun Schatzkisten knacken. So, das ist Lockpick init. Chest Lock Pick Upgrade. Ne? Ist halt eine andere, einfach eine andere Beschreibung. Beim ersten Mal Diebstahl. Doch, mit Dings. Das ist ja witzig. Zack, zack. Okay. Ein Dietrich oder ein Dietrich-Verbesserung oder ein Di eine Dietrich-Verbesserung Schlösser knacken ist nun einfacher. So, das war das. Danach kommen die einzelnen Items. Ne, hier. Jetzt muss man nämlich zack, zack, den richtigen Code eingeben und dann kriegt man hier eine Potion. Potion haben wir hier oben. Chest Potion. Du hast einen zusätzlichen Trank gefunden. Was kommt danach? Trankpower. Okay. Chest. Potion Power. Seine Tränke geben mehr Energie. Ausrufezeichen. Nächster. Aufmachen. Schwert Upgrade. Chest Sword Piece. Wird so Piece geschrieben? Ich hoffe. Ein Schwertteil, so schön. Ein Schwertteil. Heißt es Samele oder Samle? Ne, Samele oder Samle? Oder geht beides? Smacks, Max, Max, bitte hilf mir. Sammle 3, um stärker zu werden. Ausrufezeichen. Sammle, sagt der Erste, alles klar. Als nächstes kommt Wuppa Wuppa. Aufmachen bitte. Oh, ein Herz. Chest Love. Ah, Pick wird mit CK auch geschrieben, das ist ja witzig. Ah, Schwertteil, Schleifstein, ja, ist natürlich auch witzig. Müssen wir mal Schleifstein bauen. Ich nehme jetzt mal Schwertteil, weil es sich so anhört wie Herzteile gibt, das halt witzig finde. Du deine maximale Lebensenergie hat sich erhöht. Sammle klein. Wieso? Das ist doch nach dem Ausrufezeichen. Verstehe ich nicht. Oder du meinst hier bei anderen? Nee. Was meinst du? Macht mir eine Fehde, Leute. Wo steht denn? Ach so, hier ist Potion falsch geschrieben. Jo. So, was kommt als nächstes? Ein Schild, glaube ich. Ja, Schildteil.
Chest. Shield. Peace. Ah ja, gut, das Fenster ist halt klein und die Komprimierung wahrscheinlich, ne? Alles gut. So, da bin ich wieder. Die müsste noch du bei der Potion heißen. Ach ja, richtig. Vorhin habe ich den Fehler so schön mitgelesen. Ja, Kinder, jetzt ist es nicht schwierig, mich dazu zu bringen, dass wir mehr Fehler einbauen. Ne? Shield Piece. Ein Schildteil. Sammle 3, um deine Abwehr zu verbessern. Ausrufezeichen. So. Ist das alles? Ist das alles, was wir hier haben? Ich gehe mal hier in unseren Code rein. Wir haben hier irgendwo Globals. Hogpick, Potion, Potion, Power, Sword, Life Shield. Das sollte es gewesen sein. So, damit haben wir hier die Sachen. Und jetzt müssen wir natürlich noch hier unsere Texte runterladen. Dankeschön. Ach gut, ne? Und hier sind sie. Die Texte. So, und jetzt kommt ja wieder richtige Arbeit. Da hat gar keinen Bock drauf. Gut. Player, Player, Chest. Jetzt muss ich rauskriegen, wie funktioniert denn überhaupt mein Textsystem? Ich weiß, dass ich bereits eins besitze. Und ich weiß, dass der Textcharakter mir Aufschluss geben wird darüber. Wenn man den nämlich anspricht, via Action, dann kommt, ach guck an, Emit Signal Show Textbox. Gut. Mit der Face Graphic. Die Face Graphic ist eine Texture. Okay. Mal gucken, was passiert. Zip, 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 zip. Lockpick level not high enough. Show Textbox. Der Text ist, was haben wir gesagt? Chest closed. Face Graphic haben wir nicht aktuell. Mal gucken, was passiert. Wie robust ich das gemacht habe. Und ich kenne mich, robust mache ich gar nicht. Da habe ich irgendeinen Fehler geschmissen, den wir aber nicht sehen. Jetzt haben wir erstmal Show Textbox ist declared but never used. Ist falsch. Delta wird gerade nicht gebraucht. Alles klar. Delta wird gerade nicht gebraucht. Alles klar. Face Texture. Run Text von Button von Textbox. Okay. Das ist okay erstmal. Set Image, Image von Textbox. Okay. Lass ich auch erstmal so. Hier haben wir ein Delta, was wir nicht benutzen. Das ist okay. Calling Method from Thingmal. Ist alles falsch. Hab ich alles falsch gemacht. Ah ja, but, expected two arguments, but got one. Wahrscheinlich, ne? Das heißt, hier hätte er gern die Grafik. Null. Jetzt will hier wieder irgendjemand was von mir. Achso, alles gut. Nächster Versuch. Ja, das ist das Standardding. Chest closed. Ist nicht übersetzt. Was okay ist an der Stelle. Jetzt gehen wir nämlich in unsere Textbox. Zip. Und die horcht ja auf Show Textbox, sagt dann Run Text, Run Text, hier ist der Text. Text Label ist Text, Text, Text ist gleich Text, pass auf. Muss ich kurz überlegen.
Tom, kleine Frage an dich. Wie hältst du dich motiviert, an den Projekten zu arbeiten? Gar nicht. Ich habe irgendwann keinen Bock mehr, dann höre ich auf. Wie alle anderen auch. Ne? Also, irgendwann hört die Motivation auf und dann ist gut. Wenn man Glück hat, hält die Motivation so lange durch, bis das Projekt fertig ist. Ich habe gerade ein Problem. Und zwar Textbox. Wenn ich mir die Textbox mal angucke. Ich muss jetzt sowieso Game. Oder habe ich ein Boot? Manchmal habe ich auch ein Boot. Nee, Game ist dann der Anfangsstartdings. Das heißt, okay. Translation Server. Set locale. Just closed immer noch, okay. Weil eigentlich müsste er ja, Textbox hat ein Rich Text Label, hat kann sein, dass ein Rich Text Label kein automatisches Translation Dings hat. Also erstmal sollte ja sowieso der BB Code aktiv sein, damit man coole Sachen machen kann. So, fangen wir mal damit an. Immer noch nichts, das ist okay. Ich vergesse, wie mein Text holt. Ach, mit Tr holt man Text. Das ist keine Funktion, die ich mir ausgedacht habe. Hoffentlich klappt sie. Nö, schade. Habe ich Chess Close falsch geschrieben? Okay. Was? Projekt, Project Settings, Localization, Add, Assets, Text, DE Translation, Add, EN Translation, Close. Nächster Versuch. Dankeschön. Okay. Aha, so, jetzt ist die Textbox, die geht jetzt noch nicht weg. Interessant, okay. Kann ich jetzt eigentlich das Tr auch weglassen? Eigentlich müsste er das ja automatisch machen, das wird mal spannend. Ne, okay, na gut, dann nicht. Okay. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Jetzt kommt nämlich etwas. Die Textbox muss dann wo wird denn hier, wird sein State überhaupt irgendwie geändert? Nee, sehr witzig. Run Text, okay. G State ist gleich G. Es ist ein UI-State, das auf jeden Fall. Dann hätte ich gern, ist diese Textbox, weil ich möchte jetzt überall im Code einfach warten können wollen, bis die Textbox durch ist, damit wir dann einfach im Code weiter gehen können. Das heißt, ich müsste jetzt ein Signal erzeugen. Signal Text dann. Gleichzeitig ist die Frage, Textcharacter kann zu, Chess, Show Textbox. Globals, Show Textbox. Okay. Interessant. Thomas, hast du das gemacht? Warum ist denn, habe ich damals gedacht, es wäre total cool, Signale auch global zu nutzen, was natürlich cool sein kann. Aber ich habe ja meine Send Message als Signal, als globales Signal eigentlich.
Show Textbox. Ach, und er connectet zu einem globalen Signal. Finde ich, ich muss sagen, ich finde das interessant. Und auch ziemlich cool. Zumindest bei solchen Sachen, die halt durchs ganze Spiel schießen sonst. Was wir haben hier? Signal, Text, Box, dann. Und wenn ich dann in die Textbox gehe, also ich empfehle das nicht nachzumachen. G, emit signal, Textbox dann. Das kann man so machen. Ansonsten müsste ich die Textbox zur globalen Dings hinzufügen, damit ich sie dann abgreifen kann. Aber wir machen das jetzt einfach mal so. Das ist dann Textbox dann. Dann gehen wir wieder zurück in die Chest. Machen jetzt Yield. G. Kann ich das so machen? Textbox dann. Das ist super lustig. Jetzt muss ich mal Prints. Textbox. So, Dankeschön. Klappt das? Ist das alles fertig? Jetzt bin ich mal gespannt. So. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist sehr schön. Jetzt muss ich drücken. Geil. Das ist cool. Das funktioniert. Bin ich aber nur ein bisschen begeistert. Jetzt muss ich hier mal kurz was nachgucken. Aha, hier fehlt auf jeden Fall ein Punkt. Da ist ein Punkt, da ist ein Punkt, da. Ja, 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 ja. Sehr gut, alles ist da. Mal bitte Text importieren. Dankeschön. Das Gesicht ist da jetzt noch das falsche Gesicht, das ist aber nicht so schlimm. Das wird dann irgendwann mal ausgetauscht. Also entweder macht man da die Schatztruhe hin oder das Gesicht des Spielers oder so. Gut. Jetzt muss doch... der Scheiß passieren... bei den Schatzkisten, wenn man die aufmacht, dass dann der korrekte Text losschießt. Set open, send message, got item. Und das ist das Item. Das müsste dann das sein, ne? Got item ist im Player. Wenn du jetzt denkst, Alter, wir packen schon wieder was in den Player. Ganz genau. So, Got Item, Play Item Animation. Genau. Die muss jetzt gesplittet werden in Animation. Einmal in Hochgehen und einmal in Ausfaden. Das ist nämlich hier Item Collect Part 1. Wenn das passiert ist, zack, kommt der Text. Ich nehme jetzt erstmal den gleichen Text, das ist Wurst. Wenn das passiert ist, dann kommt einfach nur Animation Player Part 2. So. Jetzt müssen wir das natürlich. Guten Morgen, Neuturion. Ich bin nicht gut im Namen aussprechen. So, Animation. Die. Jetzt brauche ich mal ein bisschen hier. Zack. Okay. Der Item muss ja erstmal angeschaltet werden, genau. Dann geht es bis hier. Animation durch. Ich möchte, dass das weg ist. Dankeschön. Das
Das heißt, es muss auch nur 2 groß sein. Ne? So. Gut. Animation, Duplicato. Erstmal gehen wir zur ersten wieder zurück. Item Collect Rename Part 1. Dann gehen wir zum zweiten. Rename Part 2. Part 2 passiert bei der Position gar nichts mehr. Sondern da passiert nur noch hier was. Und zwar wird er hier durchsichtig. Schön. Und dann ist das ganze Ding auch nur eine Sekunde lang. Die Frage ist, ist eine Sekunde jetzt schon? Das sollte okay sein, ne? Ich mache kürzer, das ist mir zu lang. 0,6. Okay. Gucken, ob das klappt. Du kannst die Schatzkiste nicht öffnen. Das wäre Diebstahl. Ich kann nichts tun. Es geht nach unten. Okay, habt ihr irgendwas gesehen, dass das einigermaßen ausgefädelt ist? Das wird einfach plopp. Achso, wegen. Warte. Animation finished. Kann ich so machen, das kann ich auch in die Dings setzen, ne? Will ich aber nicht. So. Gut. Nochmal. Ist an mir, aber tatsächlich ist mir die Animation einfach nicht schnell genug. So, nächster Versuch. Gucken wir mal, ob ich. Ja, ist okay, mein Gott. Kann man schon so lassen. Gut. Jetzt müssen wir noch das hier machen. Chest closed. Kriegen wir einen Item Index. Ist die Frage. Ja, es ist der Moment, in dem man mit Resource-Dateien arbeiten könnte, mit denen ich noch nie gearbeitet habe. Faszinierend. Okay. Muss ich mal kurz gucken. Ich mache mir bei Assets mal einen neuen Ordner. Ich finde es interessant, deshalb mache ich das. Und dann seht ihr auch immer den Prozess von, man hat gar keine Ahnung zu, man kriegt das irgendwie hin. Ich habe mir jetzt einen neuen Ordner gemacht. Der heißt Ressourcen. New Resource. Ich brauche jetzt eine neue Art von Resource. Also eine Datenstruktur ist das im Grunde nur. Das ist die Frage, wie man das macht. Ob man da selbst was erzeugen kann? Das sind alles Sachen, die gibt es natürlich schon. Okay. Ich nehme jetzt hier mal dieses Google. Godot Own Resource. Gucken wir mal, was ich da so finde. Beispiel. Aha. Okay. Hat also uses an implicit duck-type interface for health company. Okay. Gut, dann machen wir mal. File.
New Script. Zack. Ich hau das trotzdem in die Ressource rein, auch wenn nur die Basic ist. Ich nenne es jetzt Chest Config Open. Decreate inherits Resource. Das ist unsere Ressource. Unsere Ressource. Mache ich mal Export. String. Locale String. Export, das String muss man groß schreiben. Export Texture. Ich hoffe, das ist Texture, ich bin gerade nicht sicher. IMG. So, nehmen wir erstmal nur Ditte. Da sagt er, ach ja, die Vars fehlen. Boah. So, jetzt ist das die Ressource. Bin nicht sicher, ob ich irgendwas richtig mache. Ne? Ich bezweifle es immer. Ich habe jetzt hier Ressourcen. Wenn ich jetzt sage, eine neue Ressource bitte. Ne, ich muss hier noch immer. Class Name. Chest Config. Jetzt gucke ich mal. Neue Ressource. Chest Config. Die nenne ich jetzt einfach mal. Potion. Alles kleinschreiben wäre richtiger. Potion. Chest config potion. Save. Ist das jetzt hier? Okay, ich schreibe jetzt hier mal. Boah, ist das anstrengend. Ist das alles anstrengend? Ich weiß halt nicht, ob es funktioniert. Image. Guck mal, was ich hier habe. Faces, sind die alle einzeln oder was? Das ist halt nur der. Okay. Ich habe hier halt Faces und da ist nur der drinne und der kommt jetzt erstmal da rein. Das ist jetzt die Datei dazu. Jetzt speichere ich das. Jetzt gehe ich mal in die Chest. Die Codebasis ist ja für jede Chest individuell. Die Save-ID ist für jede Chest individuell, das Item selbst nicht. Warte mal kurz, Export. Chest-Config, geht das so? Config? Oder sagt er mir gleich, Export-Hint isn't a Resource-Type. A Resource. Okay. Wenn ich jetzt in das Level gehe, mir so eine Schatzkiste ankicke, dann habe ich hier Config. Und in die Config gehe ich jetzt mit meinen Ressourcen und sage dann, bitte. Jetzt muss ich aber nochmal in die Ressource selbst gehen. Chest Config. Muss ich in die Chest gehen. Dann kommt das hier. Chest Config. Vielleicht klappt so was. Ich weiß es halt nicht. Ne? Geht jetzt so weiter. Dann wird hier ein Fehler geschmissen, weil er Sachen nicht findet. Ist klar. Oder irgendwo. Item isn't declared in the current screen. Scope, Chest 67, ach ja, unten sind wir, okay. Config, gut.
Dann gehe ich in die Chest-Config und der sagt dann Potion. Zack. Eieieiei. Dann sind wir hier und der sagt Chest-Config, keine Code-Basis, Save-ID 0. Mal gucken, was er mir jetzt hier gleich zeigt. Spannend, spannend. Die Potion. Das ist richtig, das ist ja aktuell noch der richtige Dings. Okay, das hat funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Sache dadurch unnötig kompliziert gemacht habe oder genial einfach. Das kann ich noch nicht unterscheiden. So, send message, got item. Die Config wird übergeben. Das ist ja das Richtige. Die Config, einfach nur die Config wird übergeben. Player, got item. State collect item, da kommt aber nicht value, sondern. Achso, da kommt dann das, okay, value, item, kommt da. Ich könnte hier natürlich noch solche Sachen machen. War. Config ist eine chest-config ist gleich value. Macht er jetzt rot oder muss ich erst ein S machen? Nee, muss ich nicht, aber S Chest Config. Macht er das? Ich hätte gehofft, dass ich jetzt hier ein grünes Dings kriege, kriege ich aber nicht, schade. Und jetzt Config Item. Ich hätte was auch sparen können, aber ist egal, es ist eindeutiger. So, das heißt, hier wird dann das richtige Item collected und dann wird hier was zurückgegeben. Ach so, und zwar das Sprite Value. Hat der ja eigentlich überhaupt keine Aufgabe mehr. Ne? Das Sprite Value ist eigentlich auch Chest Config Sache. Chest Config Export int var sprite tile id dann gehe ich hier zu dem Ding, hat ja sprite tile id ist bei ist es hier? Ne, das ist bei states, ne? Wir sind gerade bei potion, ist es die 0 praktisch, ist ja schon chest potion, potion 0. Das heißt, dass dann das hier einfach hier schon mal weggehen kann. Dann gehen wir in den Player. Zap, zarab, zap, zap, zap. Config wird einfach nur übergeben an den hier. Das ist nicht mehr Item Index, das ist jetzt die Chest Config. Chest Config. Selbst wenn wir dann später Items nicht per Chest bekommen, sondern per irgendwie, können wir ja trotzdem diese Datenstruktur nutzen und trotzdem benutzen einfach. Ne? Ist ja alles dasselbe. Die heißt dann halt nur Chest Config. Okay, der Frame ist Chest Config. Was er mir nicht die Sachen, die ich reinmache, hier vernünftig zeigen kann, ey. Das habe ich dann gesagt, irgendwo mit Teil, Sprite Teil ID, genau. So. Tut schon richtig Gehirn weh. dann macht er den Mist hier, dann sagt er hier nicht mehr Chest Closed, sondern Chest Config Locale String. Und hier sagt er chest config img.
Genau. Dass wir jetzt nur diesen einen Typen haben, der sowieso der Default-Wert ist, ist natürlich jetzt Pech. Animation Player, State Idle, das sieht alles gut aus. Das heißt, mal gucken. Erstmal ist ja was kaputt gegangen. Perfekt. Was ist denn sein Problem? Sagt er mir jetzt nicht mehr? Doch, Test Config. Okay, muss ich doch wieder anschalten, weil ich das nicht gerafft habe. Invalid Index Items in Constant Expression. Liebes Forum, was will der hier von mir? Parse Error. Weil eben ging es ja noch. Irgendwas falsch zusammengebastelt. Invalid Index Items in Constant Expression. Eben ging es ja noch. Und er ist sich relativ sicher, was er hier will. Faszinierend. Nee, will er nicht. Kurios. Ja, es ist grundsätzlich ein Enum, also ein Integer, aber ich will es ja auch zur Auswahl haben. Ne, damit ich denn hier auch wirklich die Auswahl habe des Enums. Und er macht es ja hier anscheinend. Und eben konnten wir ja auch schon die Schatztruhe öffnen. Das sind so Fehler, die man selten versteht. Kurios, kurios, kurios. Kann natürlich jetzt mal auf Int gehen, ist klar. Dann geht's auch, aber natürlich macht er hier Quatsch. Du hast einen zusätzlichen Trank gefunden. Das ist schon mal schön, hat geklappt. Was hat er denn jetzt für eine Config? Dann hat er jetzt halt eine 1 als Config, was ich aber scheiße finde. Ich will, dass er da die Dings hat. Die Enums. Was ja auch schon mal geklappt hat. Will aber nicht. Faszinierend. Auf einmal will er halt nicht. Die Globals werden zuerst geladen. Ja, also falls hier irgendwer einen Vorschlag hat, warum das auf einmal nicht mehr funktioniert und was ich dagegen mache, bin ich für solche Vorschläge gern offen. Kann natürlich auch jetzt die Dinger kopieren. Aber dann muss ich ja, wenn ich ein neues Item hinzufüge, wieder an zwei Stellen was machen. Ich habe auch keinen Bock drauf. Invalid Index in Constant Expression. Okay, hat jemand genau das gleiche Problem, ist schon mal schön.
Es ist ein richtig, richtig krass langer Thread, den ich mir gerade durchlese. Also überspringe. Es zieht sich durch alle Godot-Versionen hier anscheinend. Und da wird immer behauptet, ja, es klappt. Und dann klappt auch nicht. Klappt auch nicht. Mit Videobeweis und Gegenbeweis. Auch nicht schlecht, okay. Jetzt muss ich mal den Staubsauger ausmachen. Der ist nämlich gerade losgefahren. Ansonsten nervt er euch sicherlich. Pause. Dankeschön. Jetzt sind sie schon so weit, dass man dann das Auto-Loading abschalten soll und dann per Preload das wieder reinladen soll. Das ist ja also ganz schön affig. Okay, keine Lösung. Langes Problem, keine Lösung. Ich versuche es aber mal damit. Vielleicht haben wir Glück. Ich hoffe, dass es das ist. Ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Ich muss hier mal. So. Come Preload Resource Path. Interessant. Selbst das klappt nicht. Nicht mehr die vorgeschlagene Lösung ansatzweise. Vielleicht muss ich sie dann. Völlig albern. Okay, was wir auch machen könnten, ist die Enums auslagern in eine extra Enum-Datei, die dann nicht autogeloadet wird, sondern einfach durchreferenziert wird. Sprich, wir nehmen uns die Items, nehmen die erstmal so, macht dann eine neue File. Wir nennen die dann Enums. Gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Schließlich sind die ja nirgends verlinkt. Oder nicht geladen in dem Sinne. Deshalb sollte es mich wundern, dass das funktioniert. Can confirm removing the preloaded scenes from the autoloaded script fix the issue. So, okay. Dann gehen wir in, was ist das? Chest, immer mit Chest. Config. Mal gucken. Items ist hier nichts. Das heißt, ich müsste ja dann wieder preloaden und das dann irgendwo. Das ist doch albern!
Ja, okay, mal gucken, machen wir mal. Wir geben dem ganzen Ding mal ein Class Name. Gucken wir mal. Zumindest sind wir jetzt ein kleines Stückchen weiter. Heißt aber noch nichts. Ressourcen. Das ist hier auf jeden Fall Potion drin. Ich nehme jetzt mal Sword einfach so. Guck mal, ob wir jetzt hier einen Sword kriegen. Nein. Bleibt Potion. Müssen wir mal gucken, warum das so ist. Gehen wir in die Chest. Ne, Quatsch, ins Level. Zack. Codebase safe config ist Tüte. Er sagt hier Sort. Okay, das heißt, vielleicht holt er sich die falsch, das kann sicher sein. Ist die Config. Gott, Item ist in Player. Ich habe Chest 2 ausgewählt, ja. Müsste aber irrelevant sein. Also hier haben wir hier Chest 2. Ist die erste Chest, die wir immer öffnen. Die heißt halt einfach so. Ja, ist tatsächlich die erste. Das ist irre. Wir suchen Item, ja genau. Config Item. Gib mir mal hier einen Prinz. Config. Hui, da steht Resource. Dankeschön für nix. Hätte ich mir eine Aufschlüsselung jetzt eher gewünscht, aber na gut. Drei. Er sagt drei. Drei klingt gut. Drei klingt richtig. Gut, das heißt, warum? Item Collect. Item Frame, Sprite Tile ID. Ach ja, klar, die müssen wir hier halt dann dementsprechend noch ändern. Das war ja das andere Ding. Das Sort ist ja nur dafür da, dass dann was anderes, also was davon erhöht wird, wie zum Beispiel hier die Potion. Ja, es hat auch funktioniert. Gut, das mit dem Klassennamen hat es erstmal repariert für uns. Das nächste Ding ist, wir müssen jetzt in die Globals und von dort aus die Items löschen. Dann gucken, wo es explodiert. Nirgends, geil. Ist auch nicht schlecht. Dann heißt, wir haben nur diesen eine Referenz gehabt bisher. Kurios. Wir haben es ja geschafft, sogar ohne Breakpoint. Würde ich jetzt einfach behaupten, dass wir die geschafft haben. Ah, gut. Das heißt, dass wir jetzt diese Dinger hier haben, diese einzelnen. Die erste ist jetzt einfach, was ist das? Die Potion. Die Potion hat Sprite-ID 1, Chest Potion und dieses Kackbild. Wollen wir uns dafür ein extra ein Bild malen? Wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Das ist unser Bild. Du heißt Flagman. Wir malen jetzt eine Schatztruhe. La 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 la. Wir malen jetzt eine Schatztruhe. La 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 la.
Und die hat eine Kiste, die ist hier. Zack. Und die ist offen. Zack. Ich bin ein großer, großer Zauberer. So, damit es irgendwie geiler aussieht. Geht so. Noch so. Ja, gut. Richtig geil. Zack, uppala. Zack. Nein, nicht mehr das kriege ich. Ich muss nur zwei, drei Pixel malen. So. Also ziemlich kaputt aus. Machen wir so. Glaube ich, denn ein bisschen besser. Ich jetzt frage, was macht der hier? Hoppala. Ich versuche hier Lichtstrahlen zu bauen. So ein bisschen ha machen. Das gelingt, weiß ich nicht. Dann sieht es ein bisschen zu monstermäßig aus, glaube ich. So ist besser. Ja, was haltet ihr von dieser Schatztruhe? Ist das okayisch? Denke, okayisch ist es auf jeden Fall. Ein Monster mit Schnauzer. Auch interessant. Faces, aber nicht Marathon, sondern Chest. Ich lasse es erstmal so. Na, so. Ich habe noch einen Pixel reingemacht, damit hier dieser Augeneffekt weggeht. Kann ich noch ein bisschen so machen? Ach, ich lasse das jetzt so. So, okay. Heißt, jetzt kann ich hier bei Faces. Warum ist das so klein und das so groß? Das irritiert mich. Muss ich hier mal. Game Assets Faces. Der Kopf des Marathonmanns ist 23 Pixel groß. Das Ding ist 23 Pixel groß. Okay. Es gibt keinen Grund, warum es anders aussieht. Kaboom! Invalid Index. Ach, endlich hier. Ich würde sagen, wo kommt denn der her? Den suche ich doch die ganze Zeit schon hier. So. Nur hier? Cool. Will ich denn wirklich My Enums schreiben? Oh, da, Leute, ey. Widerlich. Es wird. Das ist alles nicht mehr schön. Nicht schön. Ich möchte jetzt myenums umbenennen in E. Dankeschön.
Dann kann ich mit leben. Maul. Gut. My enums. Nee, da, ja. Ich finde gut, wie dann eure Ideen zeitversetzt kommen mit meinen Ideen, aber bei euch natürlich nicht, weil ihr habt ja, also gibt ja wegen des Lags. So. Super duper. Du hast ein... Hey, das ist das falsche Gesicht. Sehr gut. Das ist hier aber das richtige Gesicht. Okay. Dann gehen wir jetzt zu Player. Config. Got Animation. Wir übergeben hier auf jeden Fall das Image. Textbox, wo bist du? Textbox. Zip, 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 zip. Run Text. Jetzt brauche ich die Textbox in echt. Habe ich Face schon? Nee. On ready. I'm ready. I am ready. Face und du bist ein Sprite. Und du bist ein Rich Text Label. So, okay. Dann kommt Face Texture. Face Texture. Mal gucken. Du hast einen flüssigen Trank gefunden. Dankeschön. Du kannst die Schatzkiste nicht öffnen. Das wäre ja auch Diebstahl. Das klappt soweit. Ich gehe jetzt mal kurz pullern. Na ja, Racker, da bin ich wieder. Gut. Was kommen wir als nächstes? Das ist richtig, wir müssen jetzt alle diese Dinger konfigurieren. Konfigurieren. Duplicate. Ich brauche jetzt halt, Cancel. Ich muss erst die Stille so lange, wie ich will. Ist eh nur super. Hier muss ich hin. So, Duplicate. Das nächste Ding, was wir konfigurieren, ist der Lockpick. So. Der Lockpick. Der hat hier. Also hat, ist das überhaupt der richtige? So, Lockpick. Als Lockpick. Die Sprite-Tile-ID, die müssen wir uns wieder raussuchen aus Globals war es nicht. States. Ne, Lockpick ist Sprite Value 3. Und der Local String, den holen wir uns hier, daraus.
Oh, das ist nicht einfach. Das sind nämlich zwei verschiedene. Ist ja aber erstmal ist es der hier. Der Lockpick Init, den nehmen wir erstmal. Ist ja so eine Sache, wenn ich mehrere Schatztruhen habe, die nicht verschlossen sind, muss er automatisch den richtigen Init rausholen. Also ein richtiges Ding, ob es jetzt ein Init und ein Upgrade ist. Und das heißt, dass ich dann wieder doch eine Fallunterscheidung an einem bestimmten Punkt machen muss. Schade. Marmelade. Aber gut, so ist es dann halt. Gut, jetzt kommt der nächste. Erstmal so, Dankeschön. Duplicato. Potion haben wir schon. Potion Power. Potion Power ist einmal Potion Power. Dann gehen wir wieder hier in unsere States. Potion Power ist 4. Zack. Und Potion Power ist das. Und damit, wie bitte? Ja, müsste richtig sein. Okay. Und dann gehen wir jetzt zurück in die Enums. Duplicato. Sort. Piece. Hat die 5. Super duper. Und wieder zurück. Und wieder duplizieren. Live. Ist live. Na 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 na. Hier Sort hat noch nicht gelöscht. Okay, habe ich Potion Power, muss ich auch löschen. Life ist 6. Zack. Sehr gut. Alles speichern. Und wieder duplizieren. Halt, 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 halt. Guten Morgen, Benjamin. Duplicate. Kann ich ja nochmal fragen, ist die Tonqualität besser als gestern? Ich habe nämlich ein anderes Mikrofon jetzt hier stehen. Shield Peace. Duplicate. Shield Peace. Ist die Nummer 8, glaube ich, gewesen. Ja. 8. Okay, das sind jetzt vorerst unsere ersten Konfigurationen. Dann schauen wir mal, ob die auch weitgehend funktionieren. Okay, Sprite Value gibt es erstmal nicht mehr. Wird ja auch nicht zurückgegeben. Diese brauchen nicht mehr zurückgegeben werden. So. Das heißt, das reagiert jetzt nur noch auf diese Values. Okay, sehr schön. Das ist aufgeräumter als vorher. Okay. Wenn ihr mich schön hört, dann ist das alles gut. Level. Zack, Junge. Hier haben wir das Lockpick. Oh, wir müssen mal reingehen hier. Zack, Junge. Was wir nicht mehr brauchen. Doch, das brauchen wir. Das brauchen wir. Codebasis brauchen wir alles. Sehr gut. Alles gut. So, weil das ist ja der hier. Chest Lockpick.
sehr gut. Dann kommt der hier. Da kommt dann einfach mal das Life-Upgrade. In die Scherzkiste kommt Potion-Upgrade. In die kommt das Potion-Power-Upgrade. In die kommt das Shield-Piece. Und in die das Sword-Piece. So. Jetzt sieht man so ein bisschen auch, wahrscheinlich auch die Macht von Ressourcen, dass ich die Schatzkiste jetzt einfach tatsächlich mit dem, als ob ich wirklich einen Gegenstand in die Schatzkiste packe. So. Dann schauen wir mal. Du kannst die Schatzkiste nicht öffnen, das wäre ja auch Diebstahl. So, mache ich erstmal jetzt abbrechen, weil ich dieses Ding gerne noch mit Bild hätte. Macht die Chest. Genau. Ich überlege gerade, wie ich das mache überhaupt. Dass ich jetzt die Textur da übergebe. Ohne dass ich sie irgendwo drin habe. Also als Sprite. Und nur die Textur. Texture. So nicht, ne? New. Kann ich denn da den Dings reinmachen? Nee, auf keinen Fall. Das sollte mich sehr wirren. Klappt doch. Das klappt nie im Leben. Hat er jetzt schon. Genau, das klappt nicht. Okay. Also bisschen albern hier. Kann ja genauso gut die Dings nehmen. Okay. Chest hat ein Sprite. Hat einfach noch ein Sprite. Beziehungsweise mache ich kein oder so mache. Chest. Ja, nee, das ist auch total bescheuert. Ich will nicht total bescheuert sein. Face. Chest. Jetzt schon wieder los. Oh. Ach so, klein geschrieben. Reicht das jetzt? Gucken wir mal. Okay, du kannst die Schatzkiste nicht öffnen, das wäre ja auch Diebstahl. Okay, zack. Ein Dietrich, du kannst nun Schatzkisten knacken. Deine maximale Lebensenergie hat sich erhöht. Ein Schwertteil, sammle 3, um stärker zu werden. Muss irgendwo ein Komma rein? Keine Ahnung.
Ein Schildteil. Sammle 3, um deine Abwehr zu verbessern. Deine Tränke geben mehr Energie. Sehr gut. Damit haben wir die Schatzkisten jetzt noch mal ein bisschen verbessert. Juhu! Juhu! Oh. Damit können wir erstmal zufrieden sein. Würde ich sagen. Anscheinend hat sich das. Kann es sein, dass der Stream kurz aus war und es wieder angefangen hat? Er sagt mir nämlich hier, dass ich gerade mal eine Minute live bin. Komma erlaubt, aber optional ist. So darf Sprache nicht funktionieren. Kann ja jeder machen, was er will. Ah. Gut, das hat hier funktioniert. Was ist als nächstes dran? Was passiert beim zweiten Lockpick? Das ist das, was wir noch nicht haben. Schade, das müssen wir noch machen. Zack, Level 0. Hier bitte auch ein Lockpick. Okay, Hauptsache der Stream ist noch da. Ne? Also gut, wir haben jetzt hier. Kannst du die Schatzkiste nicht öffnen? Das wäre Diebstahl, ist korrekt. Lockpick. Zack, wieder ein Lockpick. Und hier steht natürlich jetzt der gleiche Text. Dietrich, du kannst nur Schatzkisten knacken. Jetzt muss ich nur noch eine. Das ist ja der Sinn der Sache. Aber du kannst nur Schatztruhen knacken, ist natürlich der falsche Text. Wir wollen ja den richtigen Text, der da ist. Eine Dietrich-Verbesserung, Schlösser knacken, ist nun einfacher. Naja, ich hatte einen kurzen Sprung. Irgendwas hat er hier gemacht und hat neu angefangen zu streamen. Keine Ahnung warum. Gut, das heißt, ich fange das dann so früh ab wie möglich. Chest. Das heißt, hier fange ich es irgendwo ab. Das heißt, irgendwo wird ja dann der MS Signal Show Textbox. Chest Close, ist egal. Chest Minigame. Die Config, genau. Hier wird die Config ja schließlich gesendet. Das heißt, wenn Dings. Entschuldigung. So. Wenn unser Pick-Level einen bestimmten Wert hat, dann müssen wir den halt ändern. Und wenn der Pick ist, dann müssen wir die Config halt ändern. Mein Gott. Zack. If log pick level nicht minus 1. Dann und end config item gleich gleich e Items Lockpick, dann Config. Heißt das Ding Locale? Ich vergiss doch immer alles. Locale String, aber ich möchte es als richtig haben. Das Ding, okay. Dann Locale String. Finde ich nicht gut, aber funktioniert. So, dann passiert das. Das müssen wir jetzt testen. Das geht nicht auf. Sehr schön. Ein Dietrich, du kannst nun Schatzkisten knacken. Eine Dietrich-Verbesserung. Schlösser knacken ist nun. Fehlt ein Wort, ne? Textbox zu klein. Du hast den Finger. Alle anderen gehen. So. Die Textbox ist noch nicht so, dass sie automatisch in die nächste Zeile geht. Aber das mit dem Austauschen des Strings funktioniert schon mal. Das ist ja schon mal was. Ah. Schatztruhen mit Texten.
So, das nächste Ding wäre jetzt ja dann, dass lange Texte gut funktionieren. Da gehe ich mal ins Level. Da haben wir nämlich unseren Textcharakter. Der Textcharakter sagt, ich bin eine Biene. Oh ja, da kannst du mal richtig schön blöd gucken. Dann gehen wir mal ins Game, ins Level. Irgendwo haben wir einen Player. Zack, 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 zack. Brr. Brr. Jetzt kommt wieder. Mir fällt auf, dass du öfter Strings kopierst. Warum machst du keine Konstanten? Dann würde ich ja Konstanten kopieren. Wie? Ich habe noch nicht meine Textbox ganz überladen. Na toll, gut. Wo ist er denn? Im Level. Textcharakter. Und außerdem liegen hier überall dumme Göhren rum, Komma, die sicherlich schon verwesen. Super. Sehr gut. Zack. Gut, das klappt. Bzw. klappt nicht, ne? Ist ja der Sinn. Ein paar Konstanten nutze ich ja, wie die Enums zum Beispiel. Aber Text ist halt Text zum Beispiel. Und hier, das ist auch alles, zum Beispiel das Konfiguration, da brauche ich mir keine Konstanten für machen. Das ist die Konstante sozusagen. Also das R, das D, das L hier zum Beispiel. Was es genau ist, ist ja erstmal wurscht. Wo sind wir denn? Textbox. Oh, ich krieg die Bock drauf. Ich krieg richtig Bock drauf. Oh, das tut jetzt schon weh im Gehirn. Mal gucken. Ja, die Frage kommt einmal pro Stream. So, mal gucken, ob wir das hier cool hinkriegen. Ich bezweifle es. Ne? Auf sowas verzichte ich hier in dem Spiel absichtlich, damit es schneller geht. Finde ich gut. Dann haben wir hier den BB-Code, der ist aktiv, ist geil. Aber es gibt doch eigentlich noch solche Sachen wie Text skippen und so. Früher gab es das zumindest. Nee. Font Style Theme Size Flex Focus Hint Rect Grow Margin. Ich bin irritiert, ich bin irritiert. Custom Fix Override Selection Enabled Auto Scroll Function Scroll Active. Wie kann Scroll Active machen? Kann man jetzt so machen. Da freuen sich die Spieler aber richtig. So? Oder müssen sie so machen? gibt es tatsächlich auch oft genug. Also in so Spielen, wo viele Text kommt und die Leute einfach keinen Bock hatten, eine vernünftige Textbox zu machen und einfach gedacht haben, wird schon reinpassen. Textbox ist groß genug. Und dann ist die Textbox aber einfach zu klein für Deutsch. Und dann haben sie sich gedacht, okay, komm, lass dann so einen Scrollmechanismus einbauen. Dann können die mit dem Analogstick selber scrollen. Machst du so. Ja, es faul ist das. So.
So, eigentlich, und das irritiert mich, oder das gibt es nur bei Label. Warum Text, Rich Text Label das nicht hat, weiß ich nicht, dass ich einfach sage, und jetzt zeig mir den Text, aber erst ab Zeile 3. Ein Label kann sowas, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt habe ich hier ein Label. Einfach mal mit dem gleichen Text. Mach das mal so. Maul, Autowrap on. Kleiner machen. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Gut. Ha! Ich und UI. Geht gar nicht kleiner gerade. Okay, Clip Text. So. Und dann Lines skipped. Ne? Und dann kann ich einfach sagen, okay, jetzt zeig mal die nächsten zwei Zeilen, zeig mal die nächsten zwei Zeilen. Warum kann denn das den Rich Text Label nicht? Das ist total albern. Das Rich Text Label hat aber die Vorteile, dass man da halt so auch Bilder einbauen kann in den Text, also so Pfeile und Emoticons. Deshalb sollte es eher das Rich Text Label sein. Aber ich hoffe, dass das Rich Text Label hat ja andere Funktionalitäten. Okay, wir gucken jetzt mal. Check Input. Genau, die sind aktuell so, dass sie nur. Okay. Ich werde jetzt hier mal ein paar Sachen machen. Aber also, was habe ich denn hier überhaupt drin? Textlabel. Textlabel. Ist ja ein Rich Text Label. Komm, wir gehen direkt in die Doku und lesen mal ein bisschen. Wir haben hier Get Line Count, was eine richtig asoziale Funktion ist. Die sagt dir nämlich nicht, wie viele Lines die Textbox hat, sondern nur, wie viele Line Breaks da drin sind und erzeugt daraus dann Line Breaks plus 1. Das ist eine völlig nutzlose Funktion. Visible Line Count, die könnte sogar anders funktionieren. Bei Spindle machen wir es so, dass wir tatsächlich die ganze Scheiße ausrechnen. Und das klappt auch nicht zu 100%, weil die Art und Weise, wie Text skaliert wird und berechnet wird, ist unterschiedlich bei Font und Textbox. Von Haus aus, also nicht von unserer Seite aus. Und deshalb ist das alles ein bisschen kacke. Remove Line, Scroll to Line. Scroll to Line ist interessant, ne? Das ist eine gute Idee. Die Scroll-Position. Ich guck mal hier. Scroll to Line. Wir versuchen mal Scroll to Line. Und wir holen uns erstmal ein paar Informationen raus. Prince. Line Count. Text Label. Mich verarschen. Get Line Count. Erstmal, um einfach meine These zu untermauern, dass es wirklich total bescheuert ist. Aber vielleicht ist es doch jetzt nicht mehr so weit gefixt wurde. Ich bezweifle es aber. Gut, ne? So. Line Count ist 1. Warum auch immer der immer wieder da rein. Achso, weil er Input checkt. Line Count ist 1. Das ist schon mal völliger Wahnsinn. Mal kurz alles andere zu. Close all others, damit ich hier ein bisschen. So. Als nächstes kommt. Remove the line of content from the label. Returns true if the line exists. The line argument is the index of the line to remove. It can take values in the interval 0 bis get line count minus 1. Was wir gelernt haben, ist get line count völliger Schwachsinn. Gut.
Kreuz und Eins. Klappt auch, wird never klappen, wenn ich jetzt so mache. Ich weiß nicht, warum. Ja, klappt nicht. Weil es gibt ja nur eine einzige Line. Also ich kann die Scroll-Position anscheinend nicht so einfach ändern. Scroll Active. Scroll Following. Weil Scroll Active, dann habe ich halt diese Scrollbar, die ich nicht haben will. If true, the window scrolls down to display new content automatically. Nee, hilft mir nicht. Tut mir leid. Ja. Gibt es dafür eine sinnvolle... Schon immer, warum auch immer bei Godot Textboxen schon immer mega asozial sind, weiß ich nicht. Und ich möchte nicht mit dem Label arbeiten, sondern das Rich Text Label hat das zu können. Aber erstmal neue Vulkan-API einbauen und so ein Scheiß. So, ich google jetzt eine Runde. Das Google ignoriert mal bei jedem Projekt neu. Ich wette, bei Unity geht es ganz einfach. Davon geht es stark aus. So. Rich Text Label Line Count. Fucking wrong. So. Das ist schon seit mindestens 2-3 Jahren bekannt, das Problem. Schön. So, get visible line count hat immer 0 zurückgegeben und get line count hat immer 1 zurückgegeben. Das ist beide natürlich völliger Schwachsinn. Was richtig zurückgegeben wird, ist die Anzahl der Buchstaben. Ist leider keine Monofont, so wie es aussieht. Ne? Wenn eine Monofont wäre, könnte man schon fast wieder mit einer simplen Berechnung was machen. Aber ist keine Monofont. Ach, da gibt es 4 bis 5 Labelklassen, ist auch nicht schlecht. Na, für alles gibt es, also gibt es ja auch 2. Warum auch immer. Nee, jede Engine ist ein bisschen scheiße. Das gehört dazu. Text als Array mit relativ kurzen Texten speichern und dann so scrollen. Ja, aber ich muss ja irgendwo sagen, hier ist der Text Schluss. Ich müsste also jeden Text in jeder Sprache so machen wir bei Spindle. Da haben wir einen Special Character, den Pipe Operator. Wenn der kommt, dann weiß die Textbox auf jeden Fall, hier muss ich einen Zeilenumbruch machen. Oder eine neue Textbox anfangen. Was natürlich auch nicht geil ist. Aber was, also wir benutzen das zum, also nicht, weil wir dann sagen, die Text, weil wir berechnen die Textbox ja, aber das benutzen wir als Stimmungsmache. Wie heißt denn das? Ja, das, wenn ich laufend neue Textboxen bauen können, alles in einem String und dann sagen wir, zack, hier ist die gesamte Textbox, dann mach bitte eine neue. Das hat ja mit dem Problem gar nichts zu tun, merke ich gerade.
Remove doch einfach so viele Zeichen, wie in das Label passen. Also bis zum letzten sinnvollen Leerzeichen und dann kommen die nächsten nach. Und woher finde ich raus, wie viele das sind? Das ist ja der Witz, ne? Zu wissen, wann Schluss ist. Weil wenn ich einfach weiß, wann also wann die Textbox zu Ende ist, dann kann ich einen künstlichen Line Break reinhauen oder die Dinge voneinander wegplopsen. Also wie gesagt, mal gucken, ob ich das hier so schnell finde. Ich zeige euch das mal. So machen wir das in Spindle. Da kalkulieren wir den Line Count. Mit einer Font, die wir übergeben, mit einer Regular Expression. Ich weiß gar nicht, wer das war, ob das, wer war das? Das war Icke. Okay, ich habe da irgendeine Regular Expression reingeballert, die ich jetzt auch nicht mehr rauskriege, was die macht. Ach ja, okay, das ist für Bilder, dass die anders bewertet werden. Dann wird über die Font berechnet, wie viele Buchstaben irgendwo reinpassen. Dann wird das so benutzt, aber die Font. Die berechnet sich selbst anders, als das Rich Text Label sich berechnen würde, und dadurch kommen trotzdem unten aus der Textbox manchmal Wörter rausgeschossen, weil die nicht in der gleichen Art und Weise ihre Breite berechnen. Total bescheuert. Und das Label hat doch eine feste Größe, oder? Zählen. Was zählen? Was zählen wir dann? Also ist die Frage, was zählen wir? Die Lines können wir nicht zählen, weil die Lines-Funktion denkt, das Label wäre unendlich lang und immer nur auf Line Breaks, auf vorher bestimmte Line Breaks horcht. Das heißt, wir bekommen hier immer, egal wie schmal wir es machen, immer eine 1 zurück, die aber falsch ist offensichtlich. Das heißt, anscheinend müssen wir auf Label umsteigen, und dürfen dann im Text keine Bilder benutzen. Aber dann können wir uns ja nicht so schön aufregen. Warum mache ich das gesamte Feld nicht einfach größer? Ja, stimmt, das hast du natürlich recht. Da hast du recht. So. So. Alles klar. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird ein Schuh draus. Dankeschön. Sieht gleich viel besser aus. Änderst du die Font oder die Größe? Oder haben Label-Font und Fontgröße nicht immer die gleichen Werte? Dann kannst du auch einfach die Zeichen zählen. Dann müsste ich aber wissen, wie breit jedes einzelne Zeichen ist. Ne? Und das ist alles nicht Sinn der Sache. Und dafür habe ich ja dann die Font-Berechnung, die aber, wie ich gesagt habe, schon sich anders berechnet als das Rich-Text-Label-Font-Berechnung aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Es ist also ein echt beklopptes Problem. Die einzige Lösung, die ich bisher tatsächlich gut fand, ist die Scroll-Option. Die könnte funktionieren, aber wir können den Scroll irgendwie nicht richtig abgreifen. Anscheinend. Oder ich habe ihn noch nicht gefunden, wie. Ja, aber du merkst, ich habe es möglichst sarkastisch rübergebracht. Das ist eine schlechte Lösung. Es ist gar keine Lösung. Wenn der Text jetzt 100 Zeilen lang ist, was soll ich denn dann machen? Soll ich den gesamten Bildschirm mit einer Textbox füllen? Nee, das ist es einfach nicht. Das ist ein Arbeiten gegen das eigene Design. Und Labeln, nee, das ist es, nee, kann man leider so nicht kapseln. Dann hast du einfach nur Text in einem Text, was aber kein Text ist, sozusagen. Also, nee, das klappt leider nicht. Push, 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 push.
It's a new line tag. Do the text tag. Also normal könntest du ja einfach das Textfeld nach unten wachsen lassen und dann innerhalb des Containers animiert scrollen lassen. Dann würde der Text, naja, das Problem ist, dann müsste ich eine Maskierung haben, die ich nicht habe. Ja, aber wir haben ja dann, also ja klar, wir könnten so machen und dann, tak, tak, also wissen wie, das kann man ja sich hinbiegen und dann so machen. Dann brauchen wir aber eine Maskierung für das Rich Text Label. Was immer so eine Sache ist. Weil Maskierung in Godot funktioniert noch nicht gut. Beziehungsweise funktionierte total ballerballer. Aber das wäre auch ein Ansatz, den man versuchen könnte. Die bringt doch der jeweilige Container mit. Meinst du, dass wir sagen, die Maskierung bringt der Container mit? Was ist denn der jeweilige? Also der Switch-Text-Label ist ja auch ein Container. Ich lerne natürlich immer gerne was hinzu, besonders wenn es um solche Sachen hier geht. Ich kann ja mal hier, warte mal, wir nehmen mal den. Ich muss auch mal gucken, wie die Latenz ist zwischen uns, ne? Aber das könnte hier funktionieren. Wir jetzt mal einen Scroll-Container haben, der, ja, schieß mich tot, zu groß ist. Der Rich Text Label ist part of that. Und ist jetzt weg. Danke. Danke, Ende. Ich weiß auch nicht, was das immer soll. Warum ist das so? Warum ist das nie so, wie man sich das denkt? Gibt es dafür einen Grund? Also erstmal warum sehe ich denn jetzt Rich Text Label nicht mehr? So gar nicht. Warum sehe ich denn dieses UI? Es will mich einfach fertig machen, ey. Ich check das nicht. Ich habe es noch nie gecheckt. Es ist alles weg. So. Scroll-Container. Da muss der Scroll-Container so rum sein. Ich bezweifle es. Was hat er denn hier für eine Warnung? Scroll-Container is intended to work with a single child control. Use container as child or a control. Okay, das heißt, er hätte gern das Rich-Text-Label als child. Ist das richtig? Ja, Person Visible auf 1 ist ja halt nur Ditte, ne? Also damit habe ich leider nichts gekonnt. Okay, wir gehen jetzt mal in Rich Text Label in den Scroll Container. Scroll Container freut sich. Der Scroll Container hat jetzt eine Höhe und eine Breite. Rich Text Label muss wahrscheinlich expand. Okay, wir sind einen Schritt weiter. Ich hasse es so sehr. Dann machen wir Scroll Active aus. Scroll Container, Scroll, Vertical, ja, das nein. Horizontal, also hier, okay, kann ich überhaupt nicht machen. Okay, Dankeschön. Danke, Ende. Ich habe jetzt schon erwartet, dass ich hier auch scrollen kann drin. Oh, danke für Abfuck. Ach ja, der ist ja nicht mehr richtig verbunden. Na, kommst du? So, das ist ein Anfang. Jetzt muss ich nur rauskriegen, wie ich das scrolle. Das ist ja das Ding. Das ist der Scroll-Container.
Und der kriegt jetzt. Okay. Würdest du den Fill bei Textbox ausschalten? Du meinst den horizontalen oder den vertikalen? Wenn ich jetzt den ausmache und den ausmache, dann ist das doof. Der Scroll-Container. Der muss ja jetzt irgendwie auch was können. Jetzt vertikal Fill, ausmache, passiert Ditte, sieht scheiße aus. Könnte natürlich richtig sein, weil ich irgendwo anders noch mache. Sonst passt er ihn ja an die Höhe vom Parent an. Soll er ja. Der Parent gibt vor, wie viel sichtbar ist. Ne? Und den möchte ich jetzt theoretisch innerhalb des Parents bewegen. Das heißt, der muss komplett expanded sein. Warum ist er denn nicht, warum geht er denn nicht auf seine komplette volle Größe? Gibt es dafür irgendeinen Grund? Muss ich jetzt hier rect size 500. So, jetzt haben wir das, was wir wollten. Ne? So, gut. Wir sind ein Stück weiter. Es kommt mir alles vor, als ob wir hier irgendwie cheaten, aber okay, wir kommen langsam vorwärts. Oh. Scroll-Container. So. Okay. Müssen wir hier ein bisschen gucken. Was zur Hölle wollt ihr? Warum macht er das? So Min-Size ist jetzt hier 1000. Kein Bock mehr. Warum ist denn da jetzt der Scroll-Container soll auf keinen Fall dieses Ding zeigen hier. Ich will mich verarschen. Ey, es ist doch nicht die Höhe. Jetzt zeigt er mir da das Scroll-Ding an, was ich nicht haben will. Jetzt habe ich hier das, was grundsätzlich natürlich richtig ist. Wir brauchen vielleicht einen anderen Container. Einer, der nur maskiert, der nicht scrollt. Weil ich will ja gar nicht scrollen. Ich will ja das Ding dahinter bewegen. Vielleicht einfach nur Container? Center Container, Grid Margin Panel Container, Item List. Probier mal einfach nur Container. Was interessant sein könnte. Container hat irgendein Problem. Okay, das war schon mal ein Schuss in den Ofen. Box-Container. Margin-Container, Panel-Container, Split-Container. Also falls ihr UI-Experten sind, ne, wir wollen die Maskierung des Scroll-Containers ohne die Scroll-Leiste. Wenn das irgendeiner von euch weiß, cool. Ich geh pullern.
Haben wir jetzt Pflaume gemacht. Ja, in der Tat kann man natürlich auch die Scrollbar überspielen mit einer Grafik. Ach, hallo, Midvoid. Du bist ganz neu anscheinend. Ich baue gerade in Godot, einer Spiele-Engine, ein kleines Spielchen. Und gerade haben wir ein Problem, die Textbox vernünftig hinzukriegen. Ne? Scroll-Container, get age scrollbar, get rect scale 0. Hast du das ausprobiert? Wäre natürlich nicht schlecht. Ich mach mal kurz hier. Guck mal. Scroll-Container, get age scrollbar. Ich versuch's erstmal mit visible, okay? Mit dem Plumpen. Schade, hat nicht geklappt. Okay, jetzt versuchen wir das nächste. Was hast du gesagt hier? Rect Scale X 0. Nö, ist ihm alles scheißegal. Das hat alles nicht funktioniert. Ein Pop-up ist es jedenfalls nicht. Ein Container kann zu wenig. Ein Center-Container ist Unfug? Naja, eigentlich ist es Unfug. Box-Container ist auch Blödsinn. Margin-Container könnte funktionieren, wenn wir die Margin auf 0 setzen. Zack. Warte mal, warte mal. Size, Rect, Min Size, Max Size, gibt es sowas auch? 300. Er passt sich an seinen Child an. Darf er natürlich nicht machen. Ja, nee, das war Quatsch. Oh, Leute, leck mir da am Arsch, ey. Der Scroll-Container ist ein Container. Jetzt habe ich hier eine Idee. Fuck. Das heißt, nur wenn ich den Scroll anschalte, dann kann ich das auch kleiner ziehen. Total albern. Okay, gehen wir wieder zurück. Es geht gar nicht so sehr darum, um das Scrollen selbst, beziehungsweise es geht darum, ich könnte ja mal so machen, ne? Rich Text Label. Zip, zip, zip. Weil wenn Techel da ist, vielleicht hat der eine Idee, das ist dann immer auch nicht schlecht. Ist noch zu viel. So. Wir haben so Techel, Techel, Techel. Und wir wollen jetzt die zweiten beiden Zeilen zeigen. Das ist unser Problem. Das ist unser altes Problem, was wir auch in Spindle haben. Wie machen wir das, dass wir jetzt sagen,
Wir scrollen hoch. Ohne dass man allerdings das Scroll-Ding sieht. Das ist uns wichtig. Vielleicht hast du da eine Idee und bereits eine Lösung. Das wäre sehr schön. Also einfach sagen, zack, zeig mal ab Zeile 3. Dass die ganzen Zeilenfunktionen überhaupt nicht funktionieren, haben wir schon lang und breit erörtert. Mal gucken, vielleicht hast du ja was. Wir können unser eigenes Theme machen. Und die durch Empties ersetzen, ja. Ha, simpel ist gut. Mal gucken, was kommt jetzt. Das merkst du. Jetzt bin ich aber gespannt. Container sind ungeeignet. Die wollen die Inhalte strukturieren, organisieren. Ja, okay. Was kommt jetzt? Nimm einfach ein Panel. Ein Panel ist aber auch ein Container. Aber ich mach das einfach. Ich mach, was du sagst. Panel. Dort aktivierst du direkt Clip Content. Das macht der andere ja auch, ne? Da habe ich genau das, was wir wollen. Das entscheide ich. Kein Scroll Active. Aber ja, das ist schon mal richtig hier. Genau, das ist die Maskierung. Panel, nicht Panel Container. Also ich habe hier was, das heißt Panel. Man will ja keinen Hintergrund. Genau, ich will ja keinen Hintergrund. Na hier, Panel. Nicht Panel Container. Habe ich ja. Jetzt will ich aber keinen Hintergrund. Das mache ich mit Theme, nehme ich stark an. Ich mache richtig Bock drauf. Was mache ich denn hier? New Flatbox. Style. BG Color. Schwarz. Gut. Jetzt haben wir das. Zack, 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 zack. Das muss jetzt... Es kann jetzt wieder seine Min-Size von 1000 kriegen. Und dann können wir hier durchscrollen. Sehr gut. Gucken wir das mal im Spiel an. Geil. Ich bin eine Biene. Oh ja. Gut. Funktioniert erstmal. Jetzt müssen wir den Offset bauen. Also, ich sag ganz klar, das funktioniert, aber das ist ein Workaround. Auf jeden Fall. Input lag. Ach so, ja, okay, weil er sonst sofort die Textbox wieder zumacht. Gut. Das ist das. Jetzt wird's witzig. Wir können jetzt scrollen, aber woher wissen wir denn, wann Schluss ist? Weil wir können ja die Zeilen nicht zählen, also können wir nicht wissen, wann Schluss ist. Klippen den Content nicht. Ich möchte danke fürs Erfolg wünschen. Ja,
UI ist immer eine richtige Krätze. In Godot, at least. Wahrscheinlich überall. Ich hätte gern, dass automatisch sich die Textbox, wenn sie sich eigentlich an den Text anpasst, in seiner Höhe automatisch, kann ich anhand der Höhe berechnen, in welcher Zeile wir sind. Fit Content halt. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Wenn ich jetzt hier hochgehe, ist irgendwann das untere über dem letzten und das daraus könnten wir was machen. Ne? Daraus könnten wir was machen. Genau, diese Get Word Wrap String Size wird leider anders berechnet als die genau die gleiche Nummer im Rich Text Label. Das heißt, dann haben wir eine Inkonsistenz. Das heißt, manchmal gucken Wörter einfach unten raus und werden nicht mehr mitgezählt als neue Zeile. Das heißt, das geht eigentlich nicht. Und da gibt es auch schon ein Bugticket für, dass die falsch berechnet werden. So. Das ist unser Text. Der wird dann immer in 12er Schritten, mal gucken. 12er Schritte sehen erstmal gut aus. Kann ich das irgendwie verifizieren? Ja, 10 plus ein Padding. Wir nehmen erstmal 12er Schritte. Nehmen wir erstmal 12er Schritte. War Line Step. Ne, Box Step. Der rennt ja eher. Box Step ist gleich 12. Super. Dann können wir auch einen Const machen. Ne? So. Jo, dann müssten wir berechnen, war Lines. Ich setze mal auf 0. Dann brauchen wir. Ich glaube, das habe ich hier hinten irgendwo versteckt, genau. Jetzt wird es nämlich witzig. Das heißt witzig, eigentlich ist es beschämend. Run Text. Zack, zack, zack. Der Text wird gesetzt. Dann müssen wir einen Frame warten, weil Godot kann die Höhe der Textbox nicht berechnen, wenn nicht der Text mindestens einmal gerendert wurde. Ist ein bisschen blöd. Vorher können wir Text Label Position, Rect Position, Position X auf 0 setzen, damit wir nur die obersten zwei Zeilen sehen, was dann natürlich total okay ist für den ersten Frame. Danach, nachdem der Frame gemacht wurde, können wir dann hoffentlich anhand der Size Line ist gleich Text Label Rect Size Y durch Box Step halbe, also, weil wir wollen ja die Anzahl der Lines haben. Jetzt gucken wir mal. Print Lines. Lines. Wie viele Lines erwarten wir denn da ungefähr? 5, 6 oder so?
Erstmal gucken, was passiert. 12 Lines, sagt er mir hier. Ziemlich viel. 12 Lines ist ziemlich viel. Process is active. Ich muss noch kurz was gucken. Text Label. Rect Position Y plus gleich 1. Wird wahrscheinlich zu so schnell sein. Ich will nur die Dinger zählen. Oh. Minus gleich 1. Ob es wirklich 12 sind, die wir da suchen? Oh, das ist zu schnell. Aber es waren auf keinen Fall 12. Das waren auf keinen Fall 12. Das Wünschtext-Label hat sich nicht angepasst. Fünf sind es ungefähr. Okay. Kann ich im Wünschtext-Label mal was machen? Ich hätte jetzt gerne hier einen Hintergrund gebaut, aber bin ich zu dumm für. Tut mir leid. Focus Normal, Fonts, Settings, Outline Color, Path, Custom Colors, Custom Colors, Default Section, Font Color, Custom Constants. Line Separator, Shadow, irgendwas, Material, Visibility, klappt doch nie im Leben, ist nur Ditte, genau. Sind für dich sechs, kann sein, dass es sechs sind. Ich habe ja hier Boxstep, sind zwei Zeilen. Oh, ich setze X zurück statt Y. Das ist natürlich, wo ist er denn? Tatsächlich, ja. Okay. Was egal sein sollte jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Also ich sehe nur 5. 5 Zeilen. So, wir haben ja die Size, die alle Dinger umspannt. Wir haben den Boxstep, was zwei Zeilen sind. Also ist ja eine Zeile die Hälfte des Boxsteps und das müssten dann die Lines sein. So funktioniert meine Logik. Kann sein, dass ich falsch habe. Ja, genau, ist für zwei Zeilen. Aber Rich Text Label hat sich gerade einfach gesagt, nee, ich möchte mich gerade nicht anpassen. Ich mache jetzt einfach zwei Idle Frames. Wieder 12 Lines. Habe ich hier noch irgendwas drin, was das Ganze verhindert. Size, also er hat keine Min-Size. Wenn ich jetzt hier mal auf 10 gehe, geht er automatisch auf 72, weil das die Höhe ist, die er braucht, um den Text darzustellen. 72 durch 12 sind genau 6. Hilft mir das gerade? Der Boxstep zu klein gewählt? Nee, eigentlich nicht. Weil 12 wäre dann genau das, was zwei Zeilen ausmacht. Dazu ist er ja da. Ich guck mal kurz hier in die Size rein. 72. Geht es mal tatsächlich so. Ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ist jetzt 6. Können wir mal hier bitte 1 machen? 1, 2, 3, 4, 5. Es sind aber nur 5 Zeilen. In meinem Verständnis. Würdet ihr das anders sehen? 1, 2, 3, 4, 5. Ach so, weil ich ja drei Boxen habe. Ja, okay.
Aber irgendwie komme ich mit. Also Lines müsste anders sein als Boxen. Ich habe drei. Ich habe. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Ergibt für mich keinen Sinn. Noch nicht. Muss irgendeinen Denkfehler haben im Verständnis. Das Text Rect Size Y ist 72 Pixel groß. 6 Pixel ist eine Zeile groß. Warum ist der 72 Dings? Geh mal kurz zum Level, zum Textcharakter. Ich hätte hier gerne mal den gesamten Text. Ich gehe zur Textbox und Bitch Text Label. Uiuiui. Der Text, der kommt raus. Der Text ist wichtig. So. Jetzt sind wir hier. Immer noch bei 72. Okay, ich bin eine Biene. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier sind 6. Warum bin ich denn so dumm? Bin ich zu dumm zum Zählen oder was? Ich bin eine Biene. 1, 2, 3, 4, 5. Also ich, ah, okay, ich denke, dass. Nee. Tut mir leid, ich bin gehirnmäßig gerade einfach am Ende. Ich verstehe es nicht. Hier sind es 6. Im Spiel wird es aber anders, anscheinend anders berechnet und anders umgebrochen. Ich habe 12 Pixel pro Zeile. Und nicht 24. Halt. Ah, tatsächlich. Eine Zeile sind, das heißt, das ist das Problem. Alles klar. Dankeschön. Boah, ey, Text und Eck. 24 ist eine Box. Dann haut auch das hier wieder hin. Wir wissen jetzt, da, zack, sind 6 Lines. Jetzt haut's hin. Okay. Aber es sind doch gar nicht 6 Lines. Dielen werden anders dargestellt. Schau auf das Wort blöd. Im Spiel ist immer alles anders, ja. Das sind hier 5. Im Spiel sind es 5, er behauptet aber, es sind 6. Warum auch immer. Was aber okay ist, außer, naja, ist das okay? Ist nicht okay. Warum sagt er denn, dass es 6 sind, wenn es aber nur 5 sind? Also ich kann auch davon ausgehen, dass er das so macht, weil ich halt so ein kleines, pixeliges Spiel habe und es ihm besser gefallen würde, wenn ich ein größeres Spiel hätte von der Auflösung her. Das heißt, ich könnte dem Rich Text Label vielleicht einen Gefallen tun. Keine Sorge, keine Sorge. Wenn ich mir das Rich Text Label künstlich vergrößere und das künstlich verkleinere, mal gucken. Ist mir jetzt zu langsam, aber er sagt immer noch so ein 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und er behauptet, es sind sechs.
Das ist falsch. Falsch, 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 falsch. Ja, also er berechnet anders, als er darstellt, auf jeden Fall. Ja, genau, also Horst, genau das ist das Problem. Er berechnet die Dinge unterschiedlich. Er berechnet die im Spiel, also im Editor zeigt er mir das ja an, so wie du gesagt hast, und im Spiel hat er einen anderen Zeilenumbruch, aber er berechnet im Spiel so, als wäre es im Editor anscheinend. Und beachtet, was er da tut, eigentlich überhaupt nicht. Und daher kommt dieser Mist zustande. Und das in dem Fall würde es funktionieren, weil ja immer zwei Lines gleichzeitig angezeigt werden. Das heißt, wenn denn die letzte Line eine leere Line ist, fällt es gar nicht auf. Ja, jemand hat abonniert. Und das halt kann problematisch werden, wenn er dann nachher denkt, es sind mehr Zeilen als sind, und dann zeigt er eine leere Textbox an. Was gar keinen Sinn ergibt für den Spieler, und der muss dann einmal mehr drücken, als er müsste. Und deshalb ist das Kacker. Jetzt hängen wir eine Stunde bestimmt schon an diesem Kack-Label-Zeug hier rum, weil das nicht vernünftig umgesetzt wurde in dieser wunderbaren Engine. Weil es vorne und hinten nicht funktioniert. Da sollte kein Padding drin sein. Guck mal, ist in dem Textlabel Rect Size nicht ein Padding drin? Die erste Frage ist, woran würde ich das merken? Wenn es 5 Zeilen im Editor und im Spieler nur noch 4 sind, tritt das auf genau. Kannst du die Texte nicht als Grafik machen und laufen lassen? Das geht schneller. Nee, die Texte. Also ich könnte eine Bitmap-Font nehmen, die den Monospace hätte, dann könnte man das alles sauber durchberechnen, wenn denn dann alles auch dementsprechend im Label richtig ist. UI ist immer schlimm. Und es ist nur eine Textbox. Und das Padding wäre ja auch nur wichtig im. Also ich weiß nicht, Techel, wie das Padding irgendwas zwischen. Am Rand als Auswirkung hat, dann würde ich eher denken, dass es mehr wird oder weniger, aber also anstatt dass es jetzt mehr Zeilen sind, als es in Wahrheit sind. Das würde dann heißen, dass bei der Berechnung ein Padding existiert, bei der Darstellung aber dann nicht mehr, was auch irgendwie Quatsch ist. Was ich jetzt mache. Nehmen wir jetzt den Label. Und das Label, das packe ich hier hin. Das Label hat das BB-Text? Nein, es hat nämlich keinen BB-Text. Es gibt halt dann einfach keinen BB-Text. Das hat dann Rich-Text, Font, Copy, Font, Paste. Ich möchte es zumachen. Frepp, frepp, frepp. Ja, Scroll to Line funktioniert nicht, weil auch das auf die defekte Line-Funktion zurückgreift. Das heißt, eine neue Line ist nur dann eine neue Line, wenn ein Backslash N drin steht, was natürlich überhaupt nicht vorkommt im normalen
Dings hier. Katzen, was ist los? Seid ihr blöd? Oh Gott, nur eine Zeile Anzeige von rechts nach links scrollen. Wir wollen die Leute ja nicht verkraulen. Ich brauche jetzt Uppercase. Cliptext. Cliptext ist richtig. Dann kann ich so machen. Das ist gut, ne? Dass er das wirklich nur so nimmt, wie er hat hier. Dann haben wir Line skipped. Bap, 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 bap. Ne? Guck mal, das ist alles, was wir wollen. Wir wollen nur das. Das ist so albern. Dann haben wir hier noch irgendwo ein Spacing drin. So. Jetzt nehme ich das Rich Text Label hier weg. Ich mache es jetzt mit dem Label, weil ich keine Lust mehr habe gerade. Label. Label. Get line count. Gucken wir einfach. Müssen aber dann noch Label Text Tr Text. Gucken wir mal. 5 Lines. Hat er direkt korrekt berechnet, alles da. Gibt es halt keine Sonderzeichen im Spiel. Also keine Bilder in den Texten. So, das heißt, ich schmeiße das Panel raus, ich schmeiße das Rich Text Label raus, ich habe keine Lust mehr. Ich will vorwärts kommen. Der Box Step, der ist irrelevant, die Lines sind irrelevant erstmal. Vielleicht muss ich sie gleich wieder einbauen. Das ist irrelevant. Das kann weg. Das kann weg. Das weiß ich nicht. Das kann eigentlich auch weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So. Label. Line skipped. If label lines skipped. Mein Gehirn ist nicht mehr so weit. Label get line count. Dann label lines skipped plus gleich 2. Würde ich so machen. Wird immer skippen und wenn er dann merkt, dass die Lines geskippt sind, größer gleich als der Line Count ist, dann ist Schicht im Schacht. Ich bin eine Biene. Oh ja, da kannst du mal richtig schön blöd gucken. Und außerdem liegt überall dumme Göhren rum, die sich schon verwesen. Fertig. Danke. Das waren jetzt 3 Minuten Programmieren. Leck mir am Arsch. So, jetzt funktioniert unser Textsystem genauso, wie es sollte. Da nicht mehr, weil wir nicht resetten. Run Text. Label. Line skipped 0. Sehr schön, funktioniert. Okay, Leute. Damit haben wir jetzt knapp 3 Stunden heute was gemacht. Wir haben die ganzen Schatztruhen reingebaut. Wir haben die Texte gebaut. Das war ganz schön. Könnt alle stolz auf uns sein. Wir haben jetzt gelernt, was alles in Godot auch richtig scheiße läuft und super anstrengend ist. Katze, du sollst nicht immer da über den Drucker latschen. Ja.
Wir sehen uns vielleicht morgen wieder, wenn wir wieder irgendwas implementieren. Jetzt habe ich erstmal keine Lust mehr auf die Scheiße.